Hallo Leute, willkommen zu The Jumping Chicken Wings. Ja, richtig gehört, Chicken Wings. Ja, wieder ein Jumping Game, wo wir X drücken, gedrückt halten müssen, bis wir 500 erreichen. Ganzes Spiel kostet 1,49. Kein Cross-Buy. Das heißt, ihr müsst jede Version einzeln kaufen. Das ist, ich schon gesagt, 1,49, genau. Kann viermal, beziehungsweise kann sein, dass jetzt demnächst auch achtmal gestackt werden kann. Also einmal EU, PS4 und PS5, dann das gleiche mit US-Version. Ich glaube, zum späteren Zeitpunkt kommt dann auch endlich, nach langer Zeit, auch die Asien- und die japanische Version. Das wird auch demnächst auch bei den älteren Versionen der Fall sein. Das heißt, das kann sein, dass demnächst, wenn die jetzt regelmäßig rauskommen, die kommen ja immer Freitag und Sonntag morgens raus, dass wir dazu auch direkt die japanische und Asien-Version dazu bekommen. Das Spiel kriegt noch eine Turbo-Version, kommt auch am Sonntag raus, 6 Uhr morgens, kostet dann aber 3 Euro, das ist dann halt ein bisschen teurer. So, ja, müssen wir die ganze Zeit X gedrückt halten. Bei jeweils 25 gibt es dann auch wieder eine schicke Trophäe hinterher. Sowas wie jetzt Chicken Wings Time, dann kommt jetzt hier so das Tasty Delicious. Und ich glaube, bei 250 geht es dann ab mit. Wer auf die Idee gekommen ist mit Chicken Wings, was der Rekord ist. Aber ich glaube, ich muss nicht erwähnen, aus was es gemacht wurde, ne? Da wird nächste Woche, es kommt ja jetzt regelmäßig jede Woche immer Neues. Als nächstes kommt Warps, heißt das. Warps, also hier Snacks und was. Kann man das, ich glaube, man kann das mit Apfeltaschen ein bisschen vergleichen, die man von McDonald's vielleicht kennt. So eine Frittenbox, also so ein, wo Pommes drin sind, nur da ist eine Apfeltasche drin. Sowas Ähnliches soll demnächst noch kommen. Trophäenliste ist nämlich schon draußen. Hier jetzt Honey Rope Rings. Okay, da müsste jetzt. Naja, nee, dieses Mal ist das was anderes. Diesmal nennt sich das nicht, was rausgemacht worden ist oder so, sondern. Jetzt werden die Wings in Smoked Barbecue Wings getaucht. Und das ist für längere Zeit nicht so. Mango Wings heißt es jetzt. Das gibt's länger nicht. Habanero Wings. Okay. Das weiß ich nicht. Ich lasse es lieber. Garlic Wings. Hört sich an wie Garlic Gun. Ah, jetzt. Also, Avenged America Eats 90 Wings per Year. Da der internationale Chicken Wings Day ist am 29. Juli. Der Super Bowl ist a big day for eating Chicken Wings. Ah ja, okay. Wir sind bei 500. Der Weltrekord ist 444 Chicken Wings in 26 Minuten. Und now I'm hungry Platin. Oh, interessant. Ich wusste jetzt nicht, dass da doch noch was dazu kommt.